Macht der Geschichten. Stories von Veränderungen, Daten, Loyalität und Konflikten. Ja, die Weserberg AG hat vor 2 Jahren angefangen, ein Kontor zu bilden. Und Kontor stammt aus der Deutschen Hanse, aus der Geschichte der Deutschen Hanse. Das Kontor ist ein Zusammenschluss, eine Wertegemeinschaft verschiedener Altersgruppen, verschiedener Professionen und somit auch Erfahrungen. Und was wir damit erreichen wollen, ist ganz einfach, Unternehmen dabei zu unterstützen, auf viel Erfahrung zurückzugreifen. Wir sind kein Zusammenschluss, der darauf abzielt, dass wir untereinander Geschäfte machen, sondern wie gesagt, es ist eine Wertegemeinschaft. Wir werden, um dieses Kontor darzustellen und die Vielfalt darzustellen, 4 Workshops im ersten Thema heute anbieten, und zwar zum Thema Storytelling. Das ist sehr aktuell, das ist sehr vielschichtig. Und wir wollen zeigen, wie Storytelling in verschiedensten Fachrichtungen funktioniert. Wir machen heute, also wir, das sind Bruno und ich, Laura, wir machen heute den Workshop zum Thema Storytelling in Konfliktsituationen. Ein meiner Meinung nach ganz besonderer Workshop, weil es hier um tatsächliche Geschichten geht, die wir meistens oft auch schon kennen. Ja, und das Besondere ist, bei dem Thema Konflikte geht es ja auch oft um emotionale Inhalte, und Geschichten sind ganz besonders prädestiniert dafür, dass sie emotionale Inhalte auch beinhalten und diese Inhalte eben auch dann möglicherweise auf die Zuhörer, auf die Konfliktparteien überschwappen und dann etwas lösen können. Warum sind wir heute in Schloss Bevern? Ich gehöre leider nicht zu den 5% Menschen, die sich Daten und Zusammenhänge über Statistiken merken können, sondern ich gehöre zu den 63% Menschen, die sich sowas besser über Geschichten merken können. Und deswegen wollen wir mit unseren Workshop-Teilnehmern heute Storytelling mit Daten machen, weil wir ihnen Strategien an die Hand geben wollen, wie sie ihre Daten präsentieren können, sodass ihr Publikum sie versteht und auch wieder erinnern kann. Storytelling ist ein Werkzeug, ein Tool für Unternehmen, die Bindung von Mitarbeitern, Kunden und anderen Partnern zu vertiefen, um dauerhaft Wertschöpfung des Unternehmens zu generieren und eine dauerhafte Bindung herzustellen. Es ist eine übergeordnete emotionale Bindung, die dann die sachliche Auseinandersetzung über Details zulässt. Gute Geschichten, wir sind ja heute hier um den Workshop Gute Geschichten binden Mitarbeiter, Kunden und Partner mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu machen, und wir freuen uns total auf die Teilnehmer, die gleich zu uns kommen werden und werden mit ihnen Geschichten erarbeiten, denn gute Geschichten sind in dem heutigen Zeitalter mit dem Kampf der Aufmerksamkeit da draußen doch wichtig, weil sie tiefer gehen, weil sie Emotionen wecken und auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Gute Geschichten ermöglichen uns mal zurückzulehnen und uns zu entspannen. Sie bleiben hängen und wir können doch einiges erinnern, was uns vielleicht sonst im Alltag verloren gehen würde. Umso mehr freuen wir uns jetzt auch gleich auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute ist das Thema Storytelling, und mein Kollege und ich, wir geben einen Workshop für Mutige. Das Thema ist Change und Angst. Und wir dringen gemeinsam in die Tiefe der Psyche vor, um dann zu gucken, wie kann man Ängste möglichst gering halten in Veränderungsprozessen, und zwar mit Hilfe des Tools des Storytellings. Bei uns geht es heute um das Thema Mitarbeiter und Veränderung. Veränderungen lösen bei Mitarbeitern im Regelfall Ängste aus, und es wird darum gehen, inwieweit Storytelling dabei helfen kann, diese Ängste zu nehmen, die Mitarbeiter also letzten Endes in einem positiven Sinne in den Prozess einzubinden. Und das werden wir in unserem kurzen Workshop darstellen. Ja, ich habe heute Mittag den besten Part. Ich mache den Opener. Das heißt, ich kann die Leute mit auf eine Reise nehmen, auf die Reise des Storytellings aus dem Mittelalter mit in die Gegenwart. Und was da alles passieren kann und wie wichtig Storytelling in der heutigen Zeit im Business ist, das erzähle ich Ihnen im nachfolgenden Workshop. Ich habe mir am Anfang überhaupt kein Bild gemacht. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. War dann aber sehr überrascht darüber, an die Fülle von Informationen, aber auch an den Speakern, die mich tatsächlich mitgerissen haben. Natürlich der eine dann mehr als der andere, aber das war
für mich eine tolle Erfahrung. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich selber teilweise natürlich Überschneidungen habe, ne, so beruflich gesehen, doch was auch noch mitgenommen. Also das hat mich dann positiv überrascht und deswegen bin ich dem Ganzen dankbar. Also das Thema Storytelling ist up to date, das ist absolut. Und gerade in so einem Umfeld, wenn wir so viel Veränderung in der Welt haben, finde ich es toll, dass die Weserbergland AG sich dem angenommen hat. Und hier bei den Teilnehmern habe ich eben rausgehört, dass viele, viele davon betroffen sind, viele, viele da nach Wegen suchen. Und ja, es war für mich inspirierend und insbesondere die Werkzeuge, darauf werde ich später nochmal zurückkommen. Ich bin von der Kreispolitik hierher gekommen, um zu sehen, was die Wirtschafts-, die Weserbergland AG auf die Beine stellt, um auch mal zu sehen, was die Angebote sind und wie die Angebote wahrgenommen werden, um auch selbst an diesen Angeboten teilzunehmen und mir ein Urteil darüber zu bilden, wie das aufgenommen wird. Und für mich war es sehr, sehr interessant, was die Weserbergland AG hier auf die Beine stellt. Und eine bessere Wirtschaftsförderung für unsere Landkreise kann ich mir an dieser Stelle im Moment nicht vorstellen.